So, jetzt wollen wir ein ganz kurzes Intermezzo einfügen für Leute, die die Funktionentheorie mögen. Und zwar mehr Funktionentheorie mögen als das, was ich hier bis jetzt verfilmt habe. Ich arbeite dran. Es ist so, man kann die holomorphen Funktionen sich auch als Frischeeraum vorstellen. Und da möchte ich jetzt ganz kurz einschieben, wie man das macht. Und das Schöne ist, man erwartet es in der Funktionentheorie aber auch quasi, weil da gibt es ja eigentlich nicht viel Unschönes, dass dieser Raum, der dann entsteht, sogar HBE ist. Na, also das ist eine sehr starke Geschichte. Also wir nehmen uns mal Omega aus C. Das muss jetzt noch nicht mal offen sein. Das sollte, also wir haben ja, oder man definiert ja Holomorphie immer auf einer offenen Menge, aber man definiert sozusagen auch, man kann es auch eine abgeschlossene Menge definieren, wenn man es richtig macht. Ne, das heißt, es ist eigentlich egal, wie das liegt. Normalerweise würde man jetzt funktionentheoretisch sagen, nimm ein Gebiet, dann bist du auf der sicheren Seite. Ne, aber wir lassen einfach mal Omega aus C stehen, weil wir brauchen das Beispiel auch nicht wirklich. Es ist halt einfach nur witzig. Und dann definieren wir H von Omega, das sollen sein alle Funktionen von Omega nach C, sodass F eben holomorph in Omega ist. Und dann haben wir den funktionentheoretischen Satz von Weierstrass. Den habe ich auch in der FT1 gemacht. Der liefert uns dann, dass dieses H von Omega ein abgeschlossener Unterraum von C von Omega ist. Das habe ich in der Funktionentheorie 1 nicht so genannt. Aber man kann das sehr leicht algebraisch rauslesen. Das bedeutet im Umkehrschluss aber, nach dem, was wir jetzt hier gelernt haben, dass H von Omega als abgeschlossener Unterraum eines Frischeeraums selber ein Frischeeraum ist. Glaube, es ist sogar ein Montellraum, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Und jetzt ist etwas, das habe ich in der FT1 noch nicht gemacht. Das wäre auch, also wird, wenn dann mal irgendwann eine FT2 kommt, wird das da drin stattfinden. Das ist der sogenannte kleine Satz von Montell. Den findet man auch genau unter diesem Namen. Wenn ihr da also mal nachgucken wollt, macht das ruhig mal. Der ist ganz spannend. Der impliziert jetzt, dass H von Omega eine oder die HBE hat. Das heißt, die holomorphen Funktionen sind ein Frischeeraum, der sich in dieser Hinsicht sehr lieb verhält, denn wenn ich eine beschränkte, abgeschlossene Menge von holomorphen Funktionen nehme, ist diese Menge kompakt bezüglich der entsprechenden Topologie. So, jetzt haben wir ja den Raum C von Omega sozusagen abgefrühstückt und hier noch so eine kleine Anwendung gemacht. Jetzt wollen wir uns mit dem nächsten irgendwie logischen Raum beschäftigen. Das wäre jetzt natürlich vielleicht auch logisch, C1 anzugucken oder C2 anzugucken. Wir wollen jetzt einfach gleich durchgehen und uns C unendlich angucken. Weil letzten Endes hat C1 und C2 und C3 alle nur die Eigenschaften, dass man das Argument eigentlich quasi abschreiben könnte, weil ja spätestens die dritte Ableitung wieder in C von Omega liegt oder die n-te Ableitung wieder in C von Omega. C unendlich hat aber eine leicht andere Eigenschaft. Ich habe schon mal angedeutet, man kann ja C1 zum Beispiel zu einem Banachraum machen, wenn man die Norm von F plus die Norm von F' nimmt. C2 plus die Norm von F2' und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt aber C unendlich habe, habe ich eine Reihe da stehen. Und das macht das Problem. Denn wir werden jetzt sehen, dass wir tatsächlich mit C unendlich einen Raum, einen Raum haben, der nicht normierbar ist. Und das ist jetzt tatsächlich der Witz. Und da braucht man wirklich eigentlich schon wirklich diesen Satz, den wir da oben hatten, weil sonst ist das wirklich, wirklich haarige Rechnerei. Also Beispiel 1,7, jetzt geht es um C unendlich, und zwar um den ja, allgemeinst möglichen C unendlich, der mir so eingefallen ist. Also wir nehmen uns eine offene Menge in R auch n und dann definieren wir den Raum, den wir brauchen, einfach erstmal als C unendlich von Omega. Ja, das sollen eben alle Funktionen f von Omega nach R sein. Und zwar der Bauart, dass d Alpha f, ne, also das heißt die Alpha-te Ableitung existiert, und zwar für alle Multi-Indizes Alpha aus N0 hoch N und alle N
aus N. Ne? Also salopp gesagt, alle möglichen Ableitungen, die man jemals bilden kann, existieren. Und jetzt ist die Frage, wie führen wir denn auf C unendlich überhaupt eine sinnvolle Topologie ein? Also eine Topologie, die ein bisschen Struktur hat. Und auch hier zeigt sich wieder, dass die Teilraumtopologie das nicht tut, weil die Teilraumtopologie ist hier zu schwach. Entschuldigung, ja doch, die Teilraumtopologie. Alles gut, jetzt gerade. War gerade wieder ein wenig verwirrt. Also Teilraumtopologie natürlich von C und C von Omega. Ne? Weil C unendlich von Omega ist natürlich eine Teilmenge von C von Omega, weil jede Funktion in C unendlich ist ja auch stetig. So. Das heißt, wir fangen jetzt wieder an, uns ein bisschen Gedanken zu machen. Und wir haben ja gerade schon gesehen, dass eine Ausschöpfungsfolge scheinbar kein schlechter Weg war. Also fangen wir mal an. Ja, wir wählen wieder eine Ausschöpfungsfolge. Ich schreibe jetzt nicht nochmal hin, was die für Eigenschaften hat. Das ist halt der gleiche Begriff wie oben. Man könnte die, wenn man die jetzt häufiger verwendet, auch einmal in eine Definition auslagern und dann durchgehen. Brauchen wir jetzt aber nicht. Also eine Ausschöpfungsfolge Kn kompakter Mengen. Und setzen dann damit Omega n als die offenen Mengen dieser Ausschöpfungsfolge Kn in. Und dann setzen wir noch weiter die Normen fest. Also für n aus n sei jetzt Norm Fn gerade das. Und jetzt müssen wir ein bisschen tricksen. Gerade muss man einfach nur das Maximum hinschreiben. Jetzt haben wir mehrere Probleme. Erstens haben wir nur eine offene Menge, das heißt, ein Maximum ist schwierig. Zweitens müssen wir irgendwie noch diese Multi-Indizes mit ins Boot holen. Also fangen wir mal an. Das Maximum ist schwierig, das können wir durch Supremum ersetzen. Also Supremum T aus Omega n. Worüber müssen wir supprimieren? Naja, das ist klar, das muss der Alpha F von T sein. Weil da müssen wir ja hinkommen, aber wir müssen jetzt halt über alle Alpha gleichzeitig gehen und das sind wieder kompakt viele oder endlich viele, abzählbar viele, Entschuldigung. Das heißt, da können wir ruhig ein Maximum hinschreiben, also Maximum die Länge vom Multiindex kleiner gleich n. Und dann darüber das Supremum gebildet. Das ist ein bisschen sperrig, aber das ist irgendwie auch natürlich, wenn man sich überlegt, wie kriege ich denn alle Ableitungen ins Boot geholt? Ja, und die Länge eines Multi-Index sind einfach die Anzahl der Einträge. Also ein Alpha aus n0 hoch n hat halt Länge n. Oder Länge n plus 1, je nachdem, wie man es zählt. Ist aber letzten Endes egal. Gut. Mit dieser Setzung ist dann wieder logisch, dass Cn von Omega quer, ausgestattet mit dieser Norm auf diesem Raum n, dass das gerade wieder erstens ein normierter Raum und mit Satz 161 dann eben ein Banachraum wird. Das ist das, was wir halt an dieser Stelle wissen. Ja, und wenn wir das wissen, dann können wir natürlich den Satz 161 nochmal hochbabbeln und erhalten dann damit, dass das Produkt aller dieser Cns gerade wieder einen Fréchet-Raum bildet. Also genau das, was wir sozusagen haben wollen. Cn von Omega n. Jetzt müssen wir nur eine Kleinigkeit beachten. Das Omega n ist ja offen. Und auf einer offenen Menge ist so eine Geschichte gar nicht so einfach zu definieren. Das heißt, was müssen wir machen? Wir wollen eine kompakte Menge draus kriegen. Das heißt, wir nehmen einfach das Omega n und schließen es ab. Und das ist dann ein Fréchet-Raum. Das hat einfach nur den Hintergrund, dass man ja einen abgeschlossenen Unterraum basteln muss. Sonst kann man diese Apparate nicht irgendwie anschmeißen. Und jetzt machen wir wieder das gleiche wie gerade essentiell und gucken uns an, ja, was passiert denn, wenn ich mir so eine Abbildung Phi wieder mache, die jede Abbildung auf diese einzelnen Omega n einschränkt. Ne, das heißt, ich gucke mir jetzt wieder an die Abbildung, die gerade ein Phi nimmt, die gerade eine C unendlich Funktion nimmt und die abbildet in diesen Raum n gleich 1 bis unendlich Cn Omega n quer. Ja, was soll die tun? Die macht genau das gleiche, Phi von f. Die nimmt sich das f, schränkt es jetzt aber auf das Omega n ein, also auf die offene Menge, und dann bildet es die Folge raus, indem das für jedes n tut. Dann ist wieder ähnlich klar wie oben, dass das linear und injektiv ist. Und man kann auch hier wieder diese Bildeigenschaft
der Konsistenz der Abbildung, der Einschränkungen, kann man wieder hinschreiben. Also das heißt, wir wissen, das Bild von Phi ist gerade gleich. Die Menge aller Folgen Fn, n gleich 1 bis unendlich, aus dem Produktraum, weil da bildet es ja schließlich hin ab. Ja, sodass eben Fm eingeschränkt auf das Omega j gerade Fj ist für alle m größer gleich j und für alle j aus n. Also das ist genau die gleiche Struktur und genau die gleiche Konstruktion wie bei C von Omega, nur halt ein bisschen technischer, weil wir eben diese Multi-Indizes noch mit im Köcher haben. Was auf jeden Fall damit wieder folgt, ist, dass R von Phi ein abgeschlossener Unterraum ist von unserem Produktraum. Und dann können wir wieder diesen Satz 1, 2, 17 anwenden, den wir auch oben schon hatten. Weil damit haben wir wieder einen abgeschlossenen Unterraum eines Frischeraums gefunden. Und damit ist R von Phi selber ein Frischeraum. Ja, und jetzt dürft ihr dreimal raten, wie die Metrik aussieht. D von F, G. Das ist natürlich gleich Reihe n gleich 1 bis unendlich, 2 hoch minus n, Minimum. 1 Norm f minus g n, Klammer zu. Nur, dass jetzt eben Norm f minus g die Bedeutung hat, die wir hier oben zugemessen haben, nämlich dieses Max über Sub. Gut. Alles entspannt, alles gut. Diesen Raum, der kriegt häufig in der Literatur einen eigenen Namen. Also den Vektorraum c unendlich Omega mit dieser Topologie. Also, sinnvolle Topologie. In dem Sinne ist die sinnvoll, als dass wir hier wieder komponentenweise Konvergenz haben, Durchsatz 1, 6, 1. Das ist sinnvoll in der Hinsicht. Das leistet die Teilraumtopologie auf C Omega leider nicht. Aber das ist sehr, sehr, sehr friemelig hinzuschreiben und sehr friemelig nachzuweisen. Also diesen bezeichnet man häufig, oder bezeichnen wir auch häufig, wir werden den jetzt im Laufe dieses Kurses nicht so wahnsinnig häufig brauchen noch, das Ding heißt E von Omega. Den werden wir höchstwahrscheinlich brauchen, wenn wir uns irgendwann in ferner Zukunft mal mit Distributionen beschäftigen, weil Distributionen leben ja im Prinzip von sogenannten Testfunktionen. Und Testfunktionen sind in der Regel C-unendlich Funktionen, außer man braucht irgendwie einen allgemeineren Rahmen oder man ist irgendwie in finiten Elementen unterwegs. Aber C-unendlich Funktionen sind eben gerade die Testfunktionen, die die Distributionen tragen. Und da braucht man das dann häufiger. Aber das wird uns im Rahmen dieses Videokurses jetzt nicht so wahnsinnig häufig begegnen. Genauso wie das nächste Beispiel eigentlich nur auf Halde gebaut ist. Das ist aber jetzt nicht so dramatisch. Was man zeigen kann, und das ist auch jetzt nicht verwunderlich, wenn nämlich schon C von Omega die HBE nicht hat, dann kann C unendlich eigentlich keine Chance haben. Und das ist tatsächlich so, man kann zeigen, dass E von Omega gleich C unendlich von Omega die HBE nicht hat. Das wäre jetzt auch sehr verwunderlich gewesen und eine große Überraschung, wenn die stetigen Funktionen etwas nicht haben, was die C-unendlich Funktionen plötzlich haben. Also das ist auch so eine Art Konsistenz. Das kann man sich überlegen, das ist auch nicht wahnsinnig schwierig, aber möchte ich jetzt an dieser Stelle einfach nicht einschieben. Ja, zum Abschluss dieses Kapitels wollen wir uns dann in Dualität zu dem, was wir mit C von Omega gemacht haben, da haben wir uns ja als nächstes einen abgeschlossenen Unterraum, nämlich H von Omega, angeguckt. Wollen wir das jetzt auch tun? Nur einen, der halt jetzt nicht in der Funktionentheorie lebt, sondern der eigentlich in der Funktionalanalysis beheimatet ist, halt besonders in der Distributionstheorie. Und das ist der sogenannte Raum DK, oder D, je nachdem. Was machen wir? Wir nehmen uns dazu erstmal, wie der Name DK schon leicht erkennen lässt, wenn man eine konsistente Benennung nimmt. Wir nehmen uns dafür erst einmal eine kompakte Menge. Also sei K Teilmenge R hoch N kompakt. Jetzt überlege ich gerade, ob das hier eine tiefere Bedeutung hat, dass das ein Groß N ist. Ich glaube nein. Das heißt, wir nehmen mal das klassische Klein N. Was heißt denn Groß? Kompakt. Und dann definieren wir den Raum, den wir betrachten wollen, nämlich DK. Das soll sein der Raum aller Funktionen F in C unendlich von Rn.
die allerdings im Prinzip nicht auf RN, also schon auf RN leben, aber die komplett festgelegt sind auf dem Kompaktum, ne? Also das heißt, deren Träger eine Teilmenge ist von K. Ja, das ist halt sozusagen Funktion mit kompaktem Träger, wenn man das ein bisschen lax interpretiert. Ein Beispiel wäre zum Beispiel sowas wie e hoch minus 1 durch x Quadrat. Da kann man das relativ leicht nachrechnen, wenn man das geeignet abschneidet, also C und endlich Übergang legt, den dann auf die Null schiebt und ab da halt auf Null geht. Also ich versuche das mal, ich versuche mal wieder, bevor wir hier so viel reden, versuche ich einfach mal wieder eine kleine Skizze hinzubiegen. Irgendwas geht ja meistens. Das formelmäßig auszuxen ist halt wirklich nicht schön, aber man kriegt vielleicht mal so eine Idee. Also man hat hier irgendwie e hoch minus 1 durch x Quadrat, das ist ja bekanntermaßen diese gaußsche Glockenkurve. Und wenn ich jetzt an der Stelle sozusagen hier einen C-unendlich Übergang lege, hier einen C-unendlich Übergang lege, machen wir es mal symmetrisch, und dann setze ich das hier durch 0 fort, sobald ich hier die Nullstelle treffe. Ja, und hier oben lasse ich es einfach stehen, also ich schneide es an geeigneter Stelle ab. Das wird auch ein Stichwort sein, ne? Man kann so Abschneidefunktionen konstruieren. Wenn man dann die Funktion mit den Abschneidefunktionen faltet, kriegt man genau den Bums raus. Faltung werden wir uns in diesem Kurs auch noch anschauen. Dann haben wir hier sozusagen diese Menge hier. Das wäre dann der Support dieser abgeschnittenen Funktion, die nenne ich jetzt mal F Hut. Nur wenn das hier F Hut ist und das grüne F, wie auch immer die Formel dafür aussieht, das interessiert eigentlich gar nicht großartig. Es ist übrigens auch nicht so, wie das jetzt vielleicht angedeutet ist, dass das unbedingt ein linearer Versatz sein muss. Man kann da auch einfach eine C-Unendlich-Kurve reinlegen, die das Ganze so ein bisschen sinusoidal macht. Da geht vieles, ne? Also das ist auch wieder, wie so häufig, nicht eindeutig. Und der Support von F Hut, der sieht man jetzt, der ist enthalten in einem Kompaktum. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das hier ist a, das hier ist b und ich nehme einfach sicherheitshalber nur ein Epsilon 0, dann sehen wir, dass das Sub F Hut, das muss man nicht machen, das mache ich jetzt nur der Sicherheitshalber, damit es wirklich stimmt, damit ich mir jetzt aber nichts Gedanken machen muss, dass das enthalten ist in a minus Epsilon, b plus Epsilon. Das ist sicherlich kompakt. Ja, das heißt, hiermit sieht man dann, dass das F Hut, ne? Nicht das F selber, dass das F Hut eben in diesem dA minus Epsilon B plus Epsilon lebt. Na, so kann man sich diesen Raum jetzt generell erstmal vorstellen. Da leben natürlich noch viel mehr Funktionen drin und man kann alle, die in gewisser Hinsicht schnell fallen, kann man irgendwie sinnvoll abschneiden, sodass das hier irgendwie erfüllt ist. Ne? Also das wäre jetzt zum Beispiel eine Konstruktion, die gerade hinläuft und die mit dieser Glockenkurve arbeitet. Was man sich jetzt leicht überlegen kann, ist, dass dieses dk in dieser Setzung ein Unterraum ist von C unendlich. Das ist relativ selbsterklärend. Die 0 ist erstaunlicherweise drin. Ist ein Unterraum von C unendlich. Warum ist das ein Groß N? Und jetzt definieren wir im Prinzip so eine Abbildung phi t, die wir. Ja, so ähnlich ist wie bei C unendlich, nur halt ein bisschen einfacher, weil wir jetzt halt nicht mehr hier so eine Ausschöpfungsfolge haben, sondern weil wir ja schon auf C unendlich zurückgreifen können. Also zu gegebenem T aus R hoch n definieren wir ja Phi T. Also das T ist fix, das muss man jetzt an der Stelle sagen, das ist nicht die Variable. Ja, das soll sich eine C unendlich Funktion Rn nehmen, in die komplexen Zahlen abbilden und dann einfach auswerten. Also phi t von f soll einfach sein f von t. Das ist also im Prinzip der Prototyp von so einem Auswertungsfunktional, wo wir im GFA auch schon ein paar von hatten. Da hatten wir insbesondere phi 0 oder Delta 0 als eben dieses Auswertungsfunktional an der 0 stehen. Naja, und das führt eben dann auf die Theorie der Distribution, weil sowas kann ich halt nicht als Funktion realisieren. In dem gegebenen Kontext der Theorie. Wie das genau aussieht, das schauen wir uns dann an, wenn wir es dann irgendwann tun. Weil da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Also dieses Auswertungsfunktional ist dann natürlich stetig. Das ist so ein ähnliches Argument, wie wir das
in GFA auch schon mal durchgeXt haben. Und wir können dieses DK explizit darstellen über diese Auswertungsfunktionale. Und zwar fragen wir uns, naja, was ist denn der Kern von so einem Phi T? Ja, also alle Funktionen, die das gegebene T auf 0 abbilden. Das ist ein interessanter Standpunkt. Wir suchen jetzt hier keinesfalls die Nullstellen von F, sondern wir suchen alle Funktionen, die zu einem gegebenen T eine Nullstelle haben. Das ist ein komplett anderer Ansatz. Ja, das im Kopf vielleicht mal kurz überdenken. Das hier bringt uns aber nur was, wenn wir zumindest schon mal nicht in diesem Kompaktum hier sind, weil da wissen wir ja auf jeden Fall, ist es nie 0. Das heißt, wenn wir jetzt hier irgendwas schneiden oder vereinigen, dann müssen wir alle T nehmen, die in R hoch N leben, aber nicht in dem K, weil sonst kriegen wir hier nichts raus. Und jetzt möchte ich allerdings natürlich alle gleichzeitig haben. Und wenn ich irgendwas gleichzeitig haben will, dann schneide ich. Ja, das heißt, DK ist einfach der Schnitt über diese Kerne. Und jetzt ist der Witz, so ein Kern ist ja abgeschlossen. Ja, das heißt, mit dieser Beobachtung sehen wir, dass DK in dieser Setzung ein abgeschlossener Unterraum ist, weil eben die Kerne alle abgeschlossen sind. Das ist ein abgeschlossener Unterraum von C unendlich. Ja, und dann folgt natürlich auch wieder, dass dieses DK ein Fréchet-Raum ist. Und das ist schön, weil Fréchet-Räume haben sich herausgestellt, sind ein optimaler Theorierahmen für Distributionstheorie. Und da spielt halt dieser Raum, DK oder D von Omega, den man dann hinterher damit bastelt, der baut eben, oder der spielt da die tragende Rolle. Im wahrsten Sinne, weil wir ja Träger drinstehen haben. Gut, das wär's mit Kapitel 1.6. Das nächste Mal, dann kommt das nächste, das letzte Kapitel, oder letzte Abschnitt in Kapitel 1, der dann diese topologischen Grundlagen hier mal zusammenflickt. Da geht's darum, dass wir uns noch den sogenannten Subbasensatz von Alexandrov, und den Satz von Tychonow angucken, was eines der weitreichendsten Ergebnisse der Topologie ist, das nämlich sinngemäß sagt, wenn wir das Produkt kompakter Räume bilden, ist das Produkt immer kompakt und umgekehrt. Und da liegt eine gewisse Sprengkraft drin, und wir werden den allerdings nicht auf einer topologischen Art und Weise zeigen, weil ich möchte jetzt nicht 1.7 noch so aufblasen, dass man zwingend Filter und Ultrafilter einführt, was man machen möchte, wenn man kurz einen Beweis haben will. Aber wir werden trotzdem einen überschaubaren, nicht allzu langen Beweis hinkriegen. Und das ist sozusagen das, womit wir dann diese topologischen Grundlagen abschließen. Die werden jetzt dann auch explizit nicht wahnsinnig große Rollen spielen im Nachfolgenden, aber wir werden halt ein sicheres Fundament haben, auf dem wir dann die Mathematik aufbauen können, sodass wir halt im Zweifel nicht irgendwie rum oder handwaven müssen, sondern ganz entspannt eben schauen können, wie man das am besten auf die vorhandene Theorie zurückführt. Sollten wir jetzt im Laufe des Kurses noch weitere lokalkonvexe topologische Räume brauchen, die irgendwie dieses Konstruktionskonzept, dieses Abschnittes haben oder teilen, dann führen wir die einfach en passant ein und dann sind wir fertig mit der Geschichte. Dann bedanke ich mich sehr für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut und tschüss.